Mein Name ist Jacqueline Hoti, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Essen. Nach dem Abitur habe ich mein freiwilliges soziales Jahr bei Leonitern im PKW-Einsatzdienst begonnen. Das bedeutet, dass ich im Haus-Notruf-Dienst tätig bin und für den Transport von Blutkonserven und Organen verantwortlich bin. Ich habe mich bewusst für ein FSJ im sozialen Bereich entschieden, da ich mit meiner Zeit etwas Sinnvolles anfangen wollte, was auch anderen Menschen etwas bringt. Wenn ein Notruf bei uns in der Leitstelle eingeht, werden wir alarmiert und fahren zu dem Teilnehmer vor Ort raus, um die Lage einzuschätzen. Viele Leute sind im Alter, da wenn sie krank sind, nicht in der Lage, sich zu helfen, wenn etwas passiert. Auch ihre Familien können nicht immer 24 Stunden da sein. Deswegen ist es wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben, der rund um die Uhr zur Stelle ist. Die Notrufteilnehmer sind meistens sehr dankbar, wenn ich ihnen helfe. Das bedeutet mir viel, weil es für mich eigentlich keine große Sache ist und ich merke, dass die Hilfe genau da ankommt, wo sie auch gebraucht wird. Die Leonitern legen sehr viel Wert auf die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Deswegen wurden mir zu Beginn meines Episodes die medizinischen Grundlagen vermittelt und ich wurde speziell in meinen Einsatzbereich eingearbeitet. Ich möchte auf jeden Fall gerne weiter hier ehrenamtlich arbeiten, da ich sehr viele Freunde hier gefunden habe und auch sehr viel Spaß an der Arbeit habe.